Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zum Turnierbericht der Deutschen Meisterschaft, die am vergangenen Wochenende in Bochum stattgefunden hat und wo ich zusammen mit Daniel und Sören mit teilgenommen haben. Und ja, das wird ein interessanter Turnierbericht werden, weil es eigentlich kein Turnierbericht ist. Es ist nicht mal ein Impressionsvideo sonst immer, sondern eigentlich fast nur ein Deckprofile. Denn ich habe passend zu der Deutschen Meisterschaft halt auch noch einen Vlog gedreht. Den werdet ihr wahrscheinlich in ungefähr genau einer Woche sehen auf dem Kanal, weil wir diese Woche die Duellserie haben und die hat Vorrang vor allem. Vor allem, weil ich dann noch Zeit brauche, überhaupt das Video zu cutten. Da werdet ihr dann halt quasi die ganzen Hintergrundinfos, die Matches, die entsprechenden Impressionen, Interviews und alles, was wir am Wochenende gemacht haben, dort alles hören. Das möchte ich hier nicht nochmal reiterieren. Ich sollte mir vielleicht mal überlegen, ob man den Namen dann irgendwie hier für solche Art von Turnierberichten ein bisschen abändert, weil irgendwie weder Impression noch Turnierbericht noch dazu passt, weil es fast schon Deckprofile ist, aber ich mag halt das Wort Deckprofile nicht für ein Video. Und ja, weil bei Regios macht das Sinn und bei anderen Arten von Turnieren, wenn man irgendwo unterwegs ist, da wo ich halt keinen Vlog mache, aber wenn ich mal Vlog mitmache, dann macht das eigentlich schon fast den Rest. So. Das war so mehr oder weniger das Intro. Kommen wir zum. Ich werde trotzdem schon mal einiges vorwegnehmen. Also, ich habe auf dem Turnier diesmal Dino Orkust gespielt, weil das war ein Deck, was ich eigentlich ziemlich cool fand. Das hattet ihr auch schon mal einmal hier als Vorstellung gehabt, als Deck, was ich hier auf Yu-Gi-Oh! Pro gespielt hatte. Und ich dachte mir, ich nehme das mal aufs Turnier mit und probiere mal damit mit durchzuspielen. Im Endeffekt. Habe ich zwei Siege, drei Niederlagen, ein Unentschieden gehabt und dann bin dann gedroppt. Ich war eigentlich sehr zufrieden mit dem Deck selbst per se. Ich hatte jetzt das erste Mal seit langem ein Turnier, wo ich für mich persönlich selbst keine Fehler bei meinen Plays gesehen habe, weswegen ich sehr guter Laune war über das gesamte Turnier und auch immer noch bin und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss nur sagen, ich habe halt nur verloren, weil die Gegner einfach Döner mit Monster allem hatten. Da waren unzählige Negates, mehr als man mit Handkarten startet oder dass die Gegner halt wirklich unheimlich gut gerippt haben. Da habe ich dann gesagt, okay, gut, da war für mich eh nichts zu holen, egal welches Deck ich gespielt hätte. Deswegen machen wir jetzt ein spaßiges Wochenende draus. Ich habe noch ein Public-Event gespielt, wo wir auch schon die Booster aufgemacht haben, irgendwie außerhalb der Kamera, was ein bisschen blöd war von meiner Seite aus, weil normalerweise mache ich die dann sonst hier auf. Zu lange kein Turnier mehr gemacht. Das waren meine Pulse gewesen, eine Nummer XX als Ultra Rare war ziemlich cool, eine Maßregelung mit dabei zu haben, ist gar nicht mal so bad. Und ich habe halt auch noch ein paar Bordians mitbekommen von ein paar meiner Abonnenten, auch vor allem von einem guten Jules, sind mir zwei besorgt. Das ist schön, dass die kommen mit zur Sammlung. Und ich habe auch ordentlich Unterzeichnungen gemacht für viele andere Leute, die dort auf dem Turnier waren, Fotos gemacht und mit den Leuten halt geschnackt. Genau, das ist so ein bisschen der Turnierabriss, was das angeht. Da wird es nicht viel mehr jetzt in diesem Video geben. Das gibt es dann beim entsprechenden Vlog dann nächste Woche, der wahrscheinlich sehr informationsgehaltreich sein wird. Ich würde sagen, ich zeige euch mal das Deck ein bisschen und erkläre euch auch diesmal vielleicht ein bisschen mehr, so wie üblicherweise bei den Sonntagslocals, sodass ihr vielleicht ein bisschen die Idee habt, wie das Deck funktioniert, falls ihr halt das Deck halt noch nicht kennt. Für die Leute, die das kennen, die interessieren sich wahrscheinlich nur für die Liste, auch wenn die nicht so erfolgreich war. Genau, wir spielen dreimal den seelenfressenden Oviraptor. Wir kommen zuerst mal zum Dino-Anteil, dreimal die Faschidosaurier, einmal den Jurassier Aiolo. Das ist altbekannte Ratio für entsprechende Dinos und halt noch passend dazu haben wir halt zwei Overtex Quadlus und einen Ultimativleiter Tyranno. Ich habe mich dazu entschieden, ein weniger zu spielen, weil First Turn will ich den Quadlus meistens beschwören und den Tyranno will ich eigentlich zum Finishen haben. Deswegen habe ich mir gedacht, warum brauche ich eigentlich zwei? Den First Turn beschwöre ich eher seltener. Spezifische Matchups, da ist er besser. Aber meistens ist der Quadlus doch der bessere. Dass ich diesen Target damit weniger habe für die Pille, war jetzt nicht so schlimm. 2 auf 3 finde ich immer noch okay. 2 auf 4 kann man natürlich auch spielen. Die Standard-Ratio halt Seelenfressen, auch noch Viraptor und Faschidosaurier sind halt wichtig. Der wieder auf 3, weil er kann ihn immer rausholen. Oder beziehungsweise ihn, wenn halt schon einiges durchgegangen ist. Und er halt entsprechend sehr utility-reich, entweder ihn auf die Hand und dann abwerfen, um ihn zu Specials zu holen kann oder ihn hier weglegen, damit wir die doppelte Evolutionspille bekommen. Oder halt ihn direkt auf die Hand zu nehmen, um halt ordentlich reinhauen zu können. Da gibt es halt so viele coole Möglichkeiten und im Side gibt es halt noch ein paar Karten, die er auch noch dazu suchen kann. Warum habe ich mich dafür entschieden, halt für die Dino-Engine zu spielen, weil die halt funktioniert mit diesem
Orcust Engine, die jetzt halt momentan überall gespielt wird. Das ist das Becken, ein Beckenskelett, ein Hafenhorror und zwei Albtraumritter. Das ist so mehr oder weniger Standard-Ratio, aber einige Decks haben halt unterschiedliche Normal- und Special-Summon-Conditions. Da spielen die manchmal vielleicht ein bisschen mehr Hafenhorror oder spielen auch unter anderem halt noch den Weltstab. Je nachdem, was für ein Deckbaum, für welchen Deckbaum man sich im Endeffekt halt entscheidet. Und ja, ich habe mich halt für Dinos entschieden, weil die eigentlich ziemlich cool sind. Man braucht für die Orcus-Kombo normalerweise halt nur zwei Monster auf dem Spielfeld, die einen unterschiedlichen Namen haben, plus ein Discard-Outlet, der generisch sein kann, und man kann dann halt eine Combo durchhauen, wo man halt im Endeffekt darauf enden kann, entweder halt einen richtigen Spelltrap Monster Negate plus zwei Fogblades drauf zu enden und das halt die normale Combo, oder halt, dass man stattdessen statt der Spelltrap Monster Negate sich halt entsprechend die Feldzauberkarte der Orcus rausholt, damit man halt mit den Gierso und mit der Badish halt entsprechend eine Karte schießen und eine weglegen kann. Das sind dann halt zwei Schüsse mehr oder weniger für einen Negate, den man halt kompensiert. Das sind halt so die Möglichkeiten. Es gibt noch weitere Kombos, auf die ich doch noch nachher drauf zukomme, wenn man halt ins Extra-Deck geht. Und Dinosaurier sind relativ einfach. Der Seelenfressende Oviraptor ist ein Normal-Summon, der halt automatisch zwei Monster bringt, weil man kann den Aiolo raus dem Deck holen. Fertig ist die Combo. Deswegen passt das da auch ganz gut. Und für die Combo braucht man halt auch noch weiterhin die Phantomritter. Da kann man auch ein bisschen mit den Ratios spielen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, jeweils beide einmal zu spielen. Ja, man kann die Kombos halt immer noch spielen, wenn man einen von beiden zieht. Für den uralten Schleier habe ich entsprechend noch eine weitere Trap mit reingepackt für das Deck, Phantomritter der leisen Stiefel, kann man halt die Combo halt mehr oder weniger umgedreht spielen, wenn man halt, eigentlich, wenn man mit einem von beiden eröffnet, kann man dann halt entsprechend trotzdem die Combo durchhauen, weil man ihn schon auf der Hand hat, man kann ihn special und für ihn habe ich halt einen Ersatz und sie sind halt in der Combo drin, damit man halt entweder mit ihn sucht in der normalen Combo und er halt nachher dann noch die zweite Forkblade aus dem Deck holt und er ist halt wichtig als der letzte Extender, damit man halt letztes Combo-Piece, damit man halt das letzte Monster aus Feld bekommt, damit man den Dingier so wieder weglinken kann, zurück zu einer Galatea und damit halt seine Combo halt vervollständigen kann. Dann noch weitere Additionen ist eine Trickster Candida und eine Corobane. Ich habe mich dafür entschieden halt, weil die Dino-Engine nicht konstant genug war, meiner Meinung nach, dachte ich mir, ich nehme nochmal generisch nochmal die Trickster Corobane mit der Candida und der Field Spell noch mit rein, weil ich finde, Candida ist halt auch eine One-Card-Combo in dem Deck, weil man kann halt mit ihr auf Normal Summon Corobane sich suchen oder die Field Spell, die dann entsprechend Corobane sucht und dann die Field Spell sogar noch Kontrolle über den Gegner haben kann, wenn man den Spell Trap nageln kann. Aber auch Trickster Corobane alleine ist auch gut mit der Dino Engine selbst, weil sie ist dann ein entsprechender weiterer Extender, der ermöglicht, eine Combo noch in eine etwas andere Richtung drehen zu lassen, wo ich gleich dann nochmal beim Extra-Deck drauf kommen werde. Und das macht es halt ein bisschen konstanter. Und wenn man halt entsprechend halt wirklich schlecht anfängt und nur Corobane hat und Normal Summon, dann reicht das meistens dann halt trotzdem aus, um die Combo durchzuhauen. Deswegen, ja, und beide jeweils einmal, weil sie beide halt jeweils suchbar sind und ich wollte halt noch entsprechend weitere andere Karten spielen, deswegen wollte ich nicht die Engine overbloaten. Und ja, die letzte Handtrap ist Drama Ash. Ich würde, glaube ich, beim nächsten Mal die Handtrap-Count doch ein bisschen höher setzen, damit der Gegner erst recht gar nicht ins Spiel kommt. Wahrscheinlich noch. Ich hatte vorher halt auch schon mit drei Impermanents gespielt. Dann hatte ich mit Veilers ausprobiert, weil Veilers eher ein Monster ist, was man wenigstens normalen kann. Da muss man für sich die Ratios finden. Man braucht schon ein bisschen mehr Handtraps. Ich würde schon mit ein paar Veilers oder Impermanents oder ein Mix aus allem mit der Ash-Kombination schon irgendwie das nächste Mal da reinpfeffern. Vielleicht eine entsprechende Engine rausbauen. Zum Beispiel die Tricksters würden sich dafür unter anderem anbieten, wenn man das machen möchte. Dann kommen wir zu den Spells. Dreimal die fossile Grabung, die halt unsere Dino-Engine vorbereitet. Dann zweimal die Evolutionspille. Das ist mehr oder weniger Standard. Drei ist ein bisschen Overkill. Dann haben wir hier bei den Feedspells eine orchestrierte Babel. Die macht alle unsere Orkust-Monster-Effekte, Quick-Effekte. Vor allem die Friedhof-Effekte sind für uns relevant, die sie im Friedhof haben und halt für die Galatea, die auf dem Spielfeld halt entsprechend wieder weitere Spelltraps rekrutieren kann, von denen wir aber halt jeweils nur eine spielen. Deswegen benutzt man die jetzt nicht so oft. Ist aber halt die Option. Entweder man geht mal für Babel, die halt entsprechend diesen Doppelschuss im gegnerischen Spielzug ermöglicht, zusammen durch ihren Effekt, dass das Beckenskelett aus dem Friedhof wieder specialen kann, oder man sucht sich halt Crescendo, auf die wir gleich noch kommen, die Countertrap, die halt entsprechend die gegnerischen Plays auffällt. Dann noch zwei weitere Feedspells, zwei Lichtbühnen. Man kann drei Lichtbühnen spielen. Vor allem würde ich das empfehlen für Decks, die halt nicht die Dino-Engine spielen, sondern eine andere Art von Engine haben. Damit hat man die Möglichkeit halt. Man kann halt eigentlich beide durchgehen direkt, wenn man halt mit einer eröffnet, kann man eine ausspielen, Candida sich hochsuchen, Candida normal, noch eine Lichtbühne holen, nochmal Lichtbühne resolven und dann Corobane, da kriegt man relativ schnell viele Karten durch und er kann nebenbei noch den Gegner ärgern mit irgendwelchen zwanghaften Aktivierungen, wenn man das möchte. Und sie ist halt weiterer Konstanzgeber, wenn man halt andere Engine spielt und vielleicht ein bisschen mehr Spacer, kann man auch gerne drei spielen. Zwei fand ich jetzt vollkommen ausreichend, war halt
weitere Konstanz drin. So, dann kommen wir zu ein bisschen Sky Striker Stuff. Ja, zum ersten Mal spiele ich auch selbst Mobilisierung Angriff. Zwei davon, eine Hornissendrohne und eine Adlerdüse. Ich glaube, eine hatte auch in den Top 8 oder so, glaube ich, die gleiche Ratio gespielt. Meiner Meinung nach finde ich, das ist die vollkommen okay, weil ich finde, drei Mobilisierung Angriff, ja, es ist eine sehr gute Karte, sie sucht und sie kann eventuell einen Draw geben. Der Draw kommt hier meistens eh nicht zustande. Kann aber halt ein bisschen tot kommen, wenn man halt zu viele davon eröffnet, beziehungsweise wenn man die top deckt, will man die eigentlich dann nicht mehr haben, wenn man halt seine Combo schon durchgegangen ist. Fand ich die 2-2er-Ratio ganz gut. Die Hornet Drones ist halt eine Combo für sich alleine, das ist direkt die ganze Combo, das ist halt wie unser Dino und das macht sie halt suchbarer und man kann die Adlerdüse halt noch mit drin spielen, weil sie quasi ein Called by the Grave ist für das Deck, weil gerne halt die Combo halt aufgehalten wird, indem halt einfach die Meerjungfrau geasht, gewählert wird oder halt Impermanence abkriegt und das kann man halt dann damit vermeiden und seine Combo dann trotzdem durchhauen, was ziemlich cool ist und dadurch, dass sie suchbar ist, ist es halt noch einfacher ranzubekommen, deswegen eine reicht vollkommen aus. Dann haben wir noch weitere gegen Handtraps-Karten vom Grab gerufen. Das ist halt die mit Standard generische Aufwaltkarte. Die will man halt gerne einmal auf der Starthand sehen. Dann kann man seine Combo durchhauen. Dann Foolish Burial. Das ist quasi auch ein Called by the Grave, könnte man fast sagen. Wenn der Gegner halt auf die Meerjungfrau halt eine Ash oder einen Wailer gibt, dann ist das quasi trotzdem weiterhin die Combo, weil dann legt man einfach den Albtraumritter rein oder den Hafenhorror, je nachdem, wie man das jetzt machen möchte. Und dann gibt man trotzdem für seine Combo. Dann hat er halt einen Handtrap geburnt und dann hat man halt zwei Nebelklingen. Einmal Phantomritter der Schattenbrigandine und einmal das Orcus Crescendo, über das wir schon gesprochen haben. Schattenbrigandine ist halt drin als Out quasi, falls man wirklich den Ancient Cloak zieht. Ich möchte nicht zwei antike, wie heißen das Ding, Ancient Cloak, antike, uralte Schleier. Ich spiele nie Phantom Knights. Wenn man halt mit einem uralten Schleier öffnet, dann kann man ihn halt discarden und man kann statt den Monster zu suchen, weil er kann ja nur die Phantomritterkarten suchen, kann man die Schattenbrigandine sich suchen. So bleibt immer noch ein Monster im Deck für unseren Badish, den er halt noch in den Friedhof legen kann. Und man kann den hier halt setzen, direkt aktivieren, bevor man irgendwelche Orcus-Effekte resolved und den in eine Linkspinne umwandeln und die halt quasi als Ersatz für den anderen Phantom Knights nehmen und dann nachher für die endgültige Link-Beschwörung benutzen. So kommt man halt trotzdem durch seine komplette Combo durch, selbst wenn man mit einem der Bricks eröffnet. Dann kommen wir zum Extra-Deck. Da haben wir einmal Zeitdieb-Wiederholer. Der ist ganz cool, wenn man die Standard-Combo macht. Wie gesagt, halt zwei Effekt-Negates und halt Spelltrap oder halt Doppelschuss, kann man halt, wenn man, dafür braucht man halt zwei Monster mit unterschiedlichen Namen. Wenn man aber halt ein Feld bekommt, wo man eine Stufe 4er hat und zwei unterschiedliche Monster mit, also zwei Monster mit unterschiedlichen Namen, dann kann man halt in der Combo noch den Zeit, die Wiederholer mit dazu packen, der halt über die Trap, der mit über die Brigandine und halt den anderen Stufe 4er gemacht wird. Das heißt, man kriegt noch ein extra Interruption, indem man halt ihn hat, mit dem man halt, weil er eine Trap und ein Monster drunter hat, kann sich banishen, die Zone freimachen für den Gearstore, der sich reinbeschwören lassen kann, dann in die Zone vom Badish und damit ermöglicht man halt eine andere Karte nochmal wegzuspinnen und wenn man Glück hat, kann man ja Snap Face noch beim Gegner eine Spell ranhängen, dann kann man sogar noch einen Draw dafür bekommen, was eigentlich ziemlich cool ist und der wird dann halt mit der Zeit nervig, wenn er halt immer wieder kommt und den Gegner nervt. Dann kommen wir zu unserem Dingirso, Orcus des Abendsterns. Der ist unsere Boss-Monster-to-Go-Karte. Man kann ihn halt sehr einfach Link beschwören, halt nicht über seine Stufe, sondern indem man ihn halt über Galatea größtenteils legt oder Longirso, wenn man den spielt. Wenn er beschworen wird, kann man halt entsprechend entweder eine verbannte Orcus-Karte mehr oder weniger daran hängen oder halt eine Karte auf dem Spielfeld auf dem Friedhof legen. Er ist in der ersten Combo immer ganz wichtig für First Turn, dass man halt das Beckenskelett aus der Banished Zone wieder zurück an ihn hängt und ihn dann wieder weglinkt für eine neue Galatea, damit er im Friedhof ist und damit das Beckenskelett durch seinen Schnelleffekt, den es dann hat mit der Feldzauberkarte, ihn wieder im gegnerischen Spielzug beschwören kann und zusammen mit der Badish die gegnerischen Plays aufhalten kann. Und der zweite ist halt dafür da, wenn man halt dann sein Feld überlebt hat und er dann noch steht, dann kann man den halt als aggressiven Play drin haben. Da haben wir noch Kaliberlader, Wildrache, Synchros. Ja, wir haben eine Synchro drin. Den kann man auch machen, indem man halt das Opening ist, man muss zwei Monster aufs Spielfeld kriegen, ohne eine Normal Summon zu haben. Und die Normal Summon muss dann der Oviraptor sein. Dann kann man die, wie schon eben genannt, die gleiche Combo ausspielen, plus noch den Kaliberlader, Wildrachen mit aufs Feld legen, der halt dann zusammen mit Aiolo und dem Orcus Albtraumritter am Anfang beschworen wird und kann sich quasi nochmal ein extra Negate dazu packen. Man kann halt noch einen weiteren Negate haben in den allgemeinen Kombos, indem man halt allgemein halt irgendwie mit der Pille eröffnet und man hat schon halt irgendwie, man kriegt anderweitig ein zweites Monster aus Spielfeld, dann kann man meistens mit der Pille halt noch den Overtax Quadlus daneben legen, dann kann man halt so noch einen extra Negate haben. Wilddrache halt geht über
einmal Oviraptor Normal Summon und zwei Random Monster, was halt normalerweise eigentlich die Hornissendrohne ist. Dann haben wir die Linkspinne, wie gesagt, für die Combo. Das Problem ist halt, wir müssen für Galatea, brauchen wir Effektmonster. Und wir können unsere Trap hier nicht benutzen, weil sie ein Normal-Monster ist. Daher müssen wir sie halt vorhin in Effektmonster umwandeln. Das ist die Linkspinne und das müssen wir halt auch noch tun, bevor wir irgendwelche Finsternis-Effekte resolven von unseren Orcust, weil die uns in Finsternis locken. Und das der beste das beste Effektmonster ist, was man aus dem Vanilla rauszaubern kann, was leider halt kein Finsternis ist, aber es ist beschwörbar halt mit einem Monster und dem müssen wir halt vorher beschwören, sonst können wir den vorher danach nicht mehr beschwören. Daher der ist halt nice to have. Dann kommen wir zu dem Playmaker. Das ist Meerjungfrau. Mit der gehen wir in die gesamte Kombo. Damit holen wir uns den Orcus Albtraumritter aus dem Deck und dann geht die Kombo los. Dann geht man damit in Galatea. Dann geht der Orcus Albtraumritter in den Friedhof. Dann banisht man den Albtraumritter, legt den Hafenhorror rein, banisht den Hafenhorror, special das Beckenskelett. Ich kann euch gleich nochmal die Kombo zeigen. Dann haben wir hier einen Kagari. Das ist halt passend zu unserer Mecha. Hornetrones, halt für die Kombo, dann gibt man halt das Token und sie aufs Feld, dann hat man halt zwei Karten auf dem Spielfeld und dann geht das los. Dann Albtraumritter Cerberus, auch der Phönix ist mit dabei, die sind halt ein Zwischenschritt dafür, man spielt beide jeweils einmal, je nachdem welches Matchup man hat, beschwört man den schlechteren vorher zuerst oder halt, wenn es das erste Game ist, muss man sich entscheiden, welchen man weglegt, damit man mit denen in die Meerjungfrau gehen kann und per Discard dann in die Engine gehen kann. Deswegen braucht man halt zwei Monster mit unterschiedlichen Namen, weil die das erste Link-Monster sind, in das man geht. Zwei Galateas. Das ist unsere Karte, die wir mehrmals beschwören in dem Spielzug, also zweimal, beziehungsweise dreimal sogar, eine schon mal zweimal. Und mit der möchten wir halt im Endeffekt am Feld enden. Sie sucht uns unsere Spell and Traps aus dem Deck und sie ist auch nicht zerstörbar, wenn auf sie gelinkt wird. Oder sie linkt, nur sie allgemein gelinkt ist. Und sie halt funktioniert damit halt sehr gut über die Counter-Trap. Und wenn sie halt gelinkt ist, dann wird es für den Gegner auch schwieriger, sie loszuwerden, weil dann die Counter-Trap immer noch live ist. Weil man erstmal noch die anderen Monster besiegen muss, auf die sie zeigt oder auf die sie gezeigt wird. Dann haben wir den Phönix, wie halt der Cerberus für die Kombo. Phantomritter der Rostigen Badish ist das Monster, was wir in der Kombo durchgehen, der uns halt diese ganzen Negates noch ranholt und noch dieses kleine nette Zusammenspiel mit dem Tengir so hat, damit man den Gegner ordentlich nerven kann. Dann haben wir noch als Utility-Karten Einhorn, Kaliber-Ladedrache und Kaliber-Schwertdrache, die, ja, die guten Link 3 bis Link 4 abdecken. Kommt zum Side-Deck, ein Dogoran, suchbarer Kaiju ist immer gut, dann drei Dino-Wrestler Pankratops, der ist auch noch suchbar in unserem Deck durch seinen Oviraptor, daher spielen wir 9 Pankratops. Gesehen davon habe ich meistens, wenn ich 3 geboardet habe, gar keinen, während die Gegner, die 2 geboardet haben, immer einen hatten. Wie gesagt, es war nicht mein Tag. Dreimal Artefakt Longin, das Ganze gegen das eigene Deck quasi zu zeigen, gegen das gegnerische Deck. Das Ding, sobald ich mal die Orcus Kongo gespielt habe, habe ich das Ding sowohl Going First als auch Second reingeboardet, weil die Karte einfach zu gut ist. In Mirror Match, dann habe ich mich für eine Gedankenkontrolle entschieden. Die war sehr, sehr cool. Die hat echt einige so Anti-Blöd-Zeug entfernt. Das war ziemlich cool. Und weil ich mystische Mine hasse, habe ich den mystischen Raumzeitfuhren und 3 Zwillingstwister reingepasst, packt, um halt dagegen anzuhalten. Hat trotzdem nicht wirklich gereicht. Und noch dreimal evenly matched, um halt allgemein diese Kotz-Decks irgendwie wegzuentfernen. Dann glaube ich, zeige ich euch mal ganz kurz die Combo für die Leute, die die halt mal sehen wollen, was man damit eigentlich macht. Wir machen das einfach über die Dino-Engine. Wir normal beschwören den Oviraptor, schnappen uns den Verschidosaurier, schmeißen ihn ab, verbannen ihn auch direkt und holen uns den Aiolo aus dem Deck. Mit dem gehen wir in eine Link-Beschwörung, in eine Link 2. Sagen wir jetzt mal, wir nehmen mal einfach den Phönix. Wir brauchen noch eine Random-Karte in der Hand, die wir abwerfen möchten. Dann nehmen wir doch am besten einfach hier eine Cold by the Grave. Gegner hat jetzt mal keine Handtraps, nehmen wir mal an. Dann linken wir unseren Albtraumritter weg für unsere Albtraumritter-Meerjungfrau. Die discardet uns eine Karte und holt uns aus dem Deck unseren hübschen Stufe 7er Orcus Albtraumritter. Mit denen linkt man dann zusammen weg für die erste Galatea in dem Spielzug. Dann nutzt man den Orcus Albtraumritter-Effekt. Und bevor man halt den benutzt, kann man halt noch in die Linkspinne gehen. Wenn man jetzt halt als Discard halt zum Beispiel die Ancient Claw Card hatte, dann kann man halt noch die Trap vorher beschwören. Dann kann man hier drunter, dann kann man halt die Linkspinne halt hier irgendwo halt hinbeschwören, wenn man das möchte. Und dann kann man halt entsprechend halt weiter für seine Kombos gehen, wenn man möchte. Am besten mache ich das halt bei der Meerjungfrau und dann lege ich sie halt hier drunter, damit hier die beiden Zonen offen bleiben für die weiteren Link-Monster, die dann nachher noch kommen. Dann nutzt man Orcus Albtraumritter, wählt seine Galatea, damit die den Push bekommt für das Weglegen des nächsten Orcus. Das ist der Hafenhorror, den Verbandmann. Dann holt man sich das Beckenskelett, dann linkt man die beiden weg. Geht für Phantomritter der rostigen Badish. Jetzt ist es
die Möglichkeit halt, es gibt halt den Effekt von Galatea zum Zurückschaffeln, den kann man halt benutzen, wo man will, und auch den Effekt von Phantomritter der rostigen Batterie, je nachdem, ob welche Handtrap man erwartet, kann man sie vorher, nachher, zwischendurch benutzen. Ich gehe jetzt einfach mal eine der Möglichkeiten durch, da gibt es halt viele Möglichkeiten, wo man das machen kann. Man könnte halt ihn jetzt aktivieren, oder man könnte halt sagen später, dass man ihn ein bisschen später macht, wenn der Gearso da ist, dann kann er halt nicht geogert werden. Das würden wir jetzt mal jetzt halt beispielsweise machen. Wir würden jetzt halt unser Orcus Beckenskelett benutzen und Galatea wieder aus der Banished Zone zu Special, aus dem Friedhof zu Special, damit sie wieder aufs Feld geht. Dann beschwören wir unseren Dingirsu, nutzen seinen Effekt, nutzen nicht Phantomritter von Badish Effekt, um unsere eigenen Karten zu schießen, das ist nicht gut. Wir attachen zurück unser Beckenskelett. Und jetzt haben wir so eine Gears auf dem Spielfeld, der uns halt vor Karteneffekten schützt. Jetzt können wir den Phantomritter der rostigen Badish benutzen. Was liegt hier nicht? Das ist Side-Deck. Legen damit halt unseren Ancient Cloak rein. Holen uns damit die leisen Stiefel. Specialen den. Können den auch nochmal verbannen. Holen uns. Moment. Der hat uns zuerst erstmal den hier geholt, nachdem wir den in den Friedhof gelegt haben. Dann haben wir ihn verbannt, um ihn hier auf die Hand zu nehmen. Dann specialen wir den. Linken die beiden weg, gehen jetzt für nochmal eine Galatea. Dann nutzen wir unseren weggelinkten leise Stiefel, holen uns die letzte Nebelklinge. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Phantomritter der Schattenbringer dienen, aber das ist jetzt nicht unbedingt wichtig für die unsere Negates. Und dann kann man halt Galatea nutzen, dann kann man jetzt, je nachdem welches Setup man hat, der Hafenhorror oder den Altraumritter zurückschaffen, je nachdem auch, was man im Extra-Deck spielt. Und dann kann man sich halt entscheiden, nimmt man jetzt halt die Counter-Trap oder das Babel. Wenn man die Counter-Trap hat, muss man halt auf jeden Fall Galatea hier auf dem Spielfeld haben, damit die überhaupt funktioniert. Ansonsten Babel ist eigentlich die bessere Option normalerweise, wenn man weiß, dass der Gegner halt viele Evenlies irgendwie Main-Deck spielt oder Side-Deck. Dann dreht man die um, die bleibt dann im Deck. Dann geht man halt danach an seinen Gegner ab. Hat halt zwei weitere Negates. Und wenn der Gegner halt irgendwas machen möchte, hat man jetzt Schnelleffekte von den Monstern. Dann kann man das Beckenskelett banishen, um den Orcus zu spezial beschwören. Dann kann man ihn und ihn resolven, um eine Karte zu zerstören, eine wegzulegen. Und man kann auch Galateas Effekt nochmal benutzen. Zum Beispiel halt, jetzt sagen wir mal, wir legen das Beckenskelett nochmal weg. Und packen uns dann halt schon mal die Counter-Trap hier wieder hin für den nächsten Zug, um unser nächstes Play abzusichern. Den Dingirsu könnte man halt optional halt auch zum Wiederanhängen benutzen. Da kann man halt direkt das Beckenskelett, was ihn gespecialt, auch wieder anhängen. Je nachdem, was man halt gerade für eine Situation hat. Deswegen ist das Deck eigentlich, beziehungsweise die Engine halt deswegen sehr gut, weil man halt viele Möglichkeiten hat, den Gegner damit einfach auf die Eier gehen zu können. Und je nachdem, welche der Orcus man hier spielt, kann man halt noch die ganzen Sachen hier verfeinern und halt noch weiter extenden. So, das war's dann auch hier mit dem Turnierbericht. Habt ihr mal so eine kleine Art Sonntagslogos noch dafür bekommen mit den kleinen Kombos. Und ja, das Deck hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch schon mit Daniel ein bisschen gesprochen. Und wir haben schon eine ganz coole Idee eigentlich für die Euro, die wir jetzt die nächsten Tage mal ausprobieren und gucken, ob wir das so mitnehmen können und vielleicht auch dort dann erfolgreich sind. Ich hoffe, euch hat soweit dieser Turnierbericht gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und nicht verpassen nächste Woche noch der Vlog dazu. Da hört ihr dann den Rest. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.